Dies sind nur wenige Beispiele gewesen. Laut dem Autor David Overson gibt es in Washington insgesamt 23 komplette Tierkreise und über 1000 astrologische Symbole. Sehen wir uns die wichtigsten an. Das ist die Statue George Washingtons. Die Pose sollte Ihnen mittlerweile bekannt vorkommen. Wie im Himmel, so auf Erden. Vom ersten Präsidenten der USA finden sich viele Büsten in Washington. Sie tragen alle das Symbol der Freimaurer. George Washington war einer von 56 Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung. Diese Leute, allesamt Mitglieder von Geheimgesellschaften, trafen sich in dem Hauptquartier der Revolution, der Green Dragon Bar in Boston, um die Gründung der USA zu planen. Schließlich wurde diese Realität am 4. Juli 1776. Natürlich spielte Astrologie die entscheidende Rolle bei der Auswahl des Datums. Zur Zeit der Unterzeichnung befand sich die aufgehende Sonne am Morgenhimmel Philadelphias, dem Ort des Rituals, in einer Linie mit dem Stern Sirius. Dies ist das Kapitol mit seiner großen Kuppel, die das Firmament symbolisiert. Oben auf der Kuppel steht folgende Figur. Und weiter geht es auf unserer Stadtbesichtigung. Die Bedeutung von Osiris Orion kennen wir bereits. In den Wintermonaten ist Orion das bestimmende Sternbild des Nordhimmels. Aber im November sinkt er für kurze Zeit unter den Horizont, gilt somit als getötet und in die Unterwelt hinabgestiegen. Gleichzeitig mit dem Abstieg des Orions steigt der Skorpion über den Horizont. In der astrologischen Vorstellung ist er es, der Orion tötet. Jedoch steht über dem Skorpion der schon erwähnte Ophiuchus, der den Skorpion zu zertreten scheint. Der Untergang des Orion wird nur kurze Zeit, und nach etwa 4 Wochen steigt er bereits wieder über den Horizont, und gilt als wiederbelebt oder erwacht. In der astrologischen Vorstellung ist es Ophiuchus, auch bekannt als Aesculap, der ihn mit seiner Medizin ins Leben zurückgeholt hat. Daher sehen wir an Apotheken die Schlange des Schlangenträgers Ophiuchus. In Washington findet sich nun eine Skulptur mit dem Namen, das Erwachen. Sie zeigt einen Riesen, der aus der Erde steigt. Es ist der wiederbelebte Orion. Wir sind bereits vertraut mit der zentralen Lage des Washington Monuments, also des riesigen ägyptischen Obelisks im Herzen der amerikanischen Hauptstadt. Dieser Obelisk, der größte der Welt, ragt 555 Fuß aus der Erde heraus. Um sicher zu stehen, muss er jedoch noch ein ganzes Stück in den Boden hineinreichen. Eine Faustregel besagt, dass die Länge im Boden 20% der Länge über dem Boden ausmachen sollte. 20% von 555 Fuß sind natürlich 111, was eine Gesamtlänge von 666 Fuß bedeuten würde. An der Spitze des Monuments haben wir ein Pyramidion, welches aus 13 Stufen besteht. Der Grundstein des Monuments wurde 1848 gelegt. Dies geschah, wie schon bei der Unabhängigkeitserklärung, während einer Konjunktion von Sonne und Sirius. Die Spitze des Pyramidions, die aus Aluminium besteht, wurde erst 1884 aufgesetzt. Was wenige Leute wissen, ist, dass sich neben diesem Wahrzeichen ein weiterer Obelisk befindet. Allerdings ist dieser komplett in die Erde eingelassen. Überlegen Sie sich bitte selbst, was das symbolisieren könnte. Der Obelisk repräsentiert, wie bereits gesagt, den Phallus des Sonnenvaters Osiris Orion. Die steingewordene Repräsentation des weiblichen Gegenstücks finden wir in Sichtweite. Es handelt sich dabei um das berühmte Oval Office, im Weißen Haus, das heißt dem unbefleckten Tempel der Jungfrau Isis.
Und als letztes Objekt sei auch noch das Pentagon erwähnt, zu dessen Bedeutung aber wohl nichts mehr gesagt werden muss. So wie Washington nach astrologischen Prinzipien gestaltet wurde, so ist es auch mit anderen Städten. Beeindruckende Beispiele sind Paris, London und Rom. Ich möchte aber nur Jerusalem ein wenig näher betrachten. Warum ist ausgerechnet Jerusalem, ein Wüstenort in der Mitte von nirgendwo, die heilige Stadt der drei monotheistischen Religionen? Das ist umso merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass die gesamte Geschichte des Nahen Ostens eine reine Erfindung zu sein scheint. Die Antwort findet sich in der geografischen Lage Jerusalems. In gewisser Weise bildet diese Stadt das Zentrum der Welt, liegt sie doch zwischen den drei Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Um genau zu sein, liegt Israel zwischen dem 30. und 33. Breitengrad. Wir erinnern uns an die 33 Grade der Freimaurer und die numerologische Bedeutung der Zahl als Repräsentation des Hexagramms. Wenn es nach den Verschwörern geht, wird dort, im geografischen Zentrum der Welt auf dem 33. Breitengrad 1 der Sitz der Weltregierung sein. Der Begriff für das neue Jerusalem im Zeitalter des Wassermanns, höchstwahrscheinlich nach der Zerstörung Israels, ist Zion. Wie bereits gesagt, könnte das Jahr 2012 möglicherweise schon der Beginn des neuen Zeitalters sein. Hier ist das offizielle Logo der Olympischen Spiele 2012 in London. Fazit. Es existieren Dutzende Geheimgesellschaften, derer sich die astrologischen Verschwörer bedienen. Die größten sind die Freimaurer und das kabbalistische Judentum, deren Symbole überall zu finden sind. Symbole sind sehr wichtig in der Verschwörung, denn obwohl sie für alle sichtbar sind, verbergen sie ihre wahre Bedeutung vor den unwissenden Massen. Es liegt nahe, eine freimaurerische oder jüdische Weltverschwörung zu vermuten. Aber tatsächlich gibt es eine unsichtbare Hand, von der die höchsten Ränge aller einflussreichen Organisationen gesteuert werden. Wir bilden eine Vereinigung von Brüdern in allen Teilen der Welt. Aber es gibt da etwas Ungesehenes, das kaum gefühlt werden kann. Und doch lastet es schwer auf uns. Woher kommt es? Wo ist es? Niemand weiß das. Oder wenigstens sagt es niemand. Diese Vereinigung ist selbst den Veteranen der Geheimgesellschaften unbekannt. Die Namen der Mitglieder dieser selbsternannten Elite sind nicht bekannt. Man kann jedoch ihre astrologische Handschrift in allen Weltereignissen, allen Religionen und dem angeblichen Lauf der Geschichte entdecken. Sie erdachten vor Hunderten von Jahren einen Plan für die Welt, dem sie auch heute noch folgen. Der 11. September ist Teil dieses Plans. Unbelievable.